Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich bin da Icer. Und wer hätte gedacht, nach Terror from the Deep werde ich UFO Enemy Unknown oder auch UFO der unbekannte Gegner zocken. Und genau wie mein Kollege Last Summer 014 werde ich mich mal an der Superhuman Antarctica Challenge Variante versuchen. Und ja, ich habe da wenig Hoffnung, um ganz ehrlich zu sein. Sache ist, wer es noch nicht kennt, es geht darum, das Spiel auf übermenschlich zu spielen. Und zwar mit nur einer Basis, die sich am Südpol befinden wird. Ja, und wie gesagt, ich gebe keine Garantie, dass ich das durchspielen werde auf dieser Schwierigkeitsstufe. Falls das nicht klappen sollte, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal auf einer, ich sag mal, humanen Schwierigkeitsstufe probieren. Ja, und ich fange einfach mal an. Wie gesagt, wer es noch nicht kennt, das Spiel. Es kam 94 raus von Microprose. Und die Erde wird von Aliens angegriffen, die wir im rundenbasierten taktischen Teil bekämpfen müssen. Und im Geoscape-Teil haben wir die Planetenansicht der Erde. Und dort müssen wir UFOs abschießen, Finanzen managen, Basen managen und all sowas. Ja, das nur als kurze Einführung. Und ich fange einfach mal an. Und wie schon gesagt, wir spielen auf übermenschlich. Ich weiß, ich werde es bereuen. Und wie gesagt, unsere Basis wird sein genau am Südpol. Und wie im Terror from the Deep Let's Play schon, werde ich auch hier meine Basis ganz kreativ, wie ich bin, da Icer Headquarter nennen. So. Erstmal werde ich hier ein bisschen was bauen, nämlich ein Labor. Quartiere einer außerirdischen Klimazelle für die lebend gekaperten Aliens, die wir von der Mission mitbringen, damit die nicht sterben, weil ohne diese Klimazelle werden die nämlich einfach qualvoll verrecken und wir können sie nicht verhören. Und das wäre ziemlich scheiße. Und wir bauen noch ein Hauptlager, damit wir mehr Sachen lagern können. Gut. Ich kaufe nochmal 15 Wissenschaftler und noch ein paar Soldaten, weil die werden uns hier einer nach dem anderen schön verrecken und wir werden ordentlich auf den Sack kriegen, das sage ich euch jetzt schon. Aber das ist, glaube ich, normal auf dieser Schwierigkeitsstufe. Ich kaufe nochmal etwas Geschützmunition. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht die ganze Kohle verbraten. Gewehr, Ladestreifen, nochmal 10 Gewehre. Sicherheitshalber. So. Jetzt brauchen wir 15 Granaten. Ein paar Rauchgranaten. Proximity Grenades. Sandsprengstoff und Leuchtkörper. Also Flares, falls wir Missionen im Dunkeln haben. Ach komm, machen wir 20. Was soll der Geiz? Ach, das soll der Geiz. Pisse. Gut. Dann begnügen wir uns erstmal damit. So. Wie die anderen auch, werde ich meine Soldaten umbenennen. Und da wir auf Superhuman spielen, werde ich die einfach durchnummerieren. Wie ihr das bei meinem Kollegen auch schon gesehen habt, da ich davon ausgehe, dass die relativ schnell abnippeln werden und nur der geringste Teil längerfristig überleben wird. Und darum werden wir die umbenennen, sobald die ein bisschen erfahrener sind. Aber vorher werde ich mir da keine Mühe machen. So. Gut. Dann rüsten wir gleich mal das Schiff aus. Ja, Gewehr. Ah, ich hasse es. Ich hasse diese Scheißmeldung. Ah. Gut, dann müssen wir das erstmal so lassen. Okay.
habe ich halt alles gedacht. Ich hoffe doch, wir machen mal weiter. Da kommt unser Zeug. Das kommt gleich mal an Bord. Und zwar jeder eine Granate. Jeder, ja, drei Rauchgranaten reichen. Jeder kriegt eine Proximity. Ein Brisant-Sprengstoff. Und eine Flare. Falls wir die Nachtmission haben sollten, was ja öfter mal vorkommen kann hier. Gut. Wir machen weiter. Und da kommt das neue Kanonenfutter, jawohl. So. Quatsch. Forschung habe ich natürlich vergessen einzuleiten. Ich Depp. Erstmal die Laserwaffen. Sanitasche mache ich normal immer als erstes. Die ist aber hier nicht so sinnvoll, wie ich finde, aufgrund der Tatsache, dass die hier relativ schnell abnippeln. Und die das Verletztsein quasi gleich überspringen. Und direkt zum Tode übergehen. Darum werde ich erstmal die Laserwaffen erforschen. Aber die Sanitasche werden wir auf jeden Fall auch noch erforschen, das ist klar. So, Soldaten. Django. Du wirst die 9. Claude die 10. Oscar die 11. Shigeru die 12. Virgil die 13. Und der Spencer wird unsere Nummer 14. Gut, dann haben wir die schon mal umbenannt. Ach, den Tom haben wir vergessen. Sorry, Tom. Dann haben wir schon mal 15 Soldaten zum Verheizen. Gut. Ja, ich nehme erstmal nur 8 mit, obwohl wir hier auf übermenschlich spielen, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Okay. Und ich mach mal weiter. Geschützmunition und die Forschung ist abgeschlossen. Wir können erforschen Laserpistole und das machen wir auch direkt. So. Nichts passiert. Laserpistole und dein Lasergewehr. Das erforsche ich deswegen. Normalerweise werden wir da später immer die Alien-Waffen benutzen, also die Plasmakanone. Aber der große Vorteil bei dem Ding ist, dass wir da keine Munition für brauchen. Und deswegen erforsche ich das jetzt als erstes. Hauptlager fertig. Gut, dann können wir ja hier den Kram runterpacken. Ich gebe mal jedem Gewehr. Schweres Geschütz. Ja, normal nutze ich das eigentlich nicht. Ja, komm, einer behält das Geschütz. Ja, so, das soll reichen. So. Okay. Dann haben wir das Ding ausgerüstet. Ja, verkaufen weiß ich nicht. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich an Speicherplatz? 46 von 100 genutzt. Alles klar. Okay. Forschung läuft gut. Machen wir mal weiter. Wieso passiert hier nichts? Ah, da haben wir ein erstes UFO. Okay, das werden wir uns gleich mal vornehmen. Aber ich sehe gerade, die Zeit für diese Episode ist gleich rum. Darum werde ich die Episode erstmal beenden. Dann haben wir hier diesen Anfangskram quasi geschlossen in einer Episode. Ja, und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.